alles oder bist du als Kampfrichter dabei oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe natürlich da die Kontrolle über die ganze Veranstaltung, über die ganzen Kämpfer. Ne? Ich muss sagen, er hat wirklich viel Ahnung. Er war vor kurzem eine kleinere Profi-Veranstaltung im Essener Osten in Schnehle und da ist er eingesprungen, als der Ringrichter ausfiel. Auch die Punktrichter hatten sich nicht blicken lassen. Der Ibrahim hat alles gemacht. Der kam zufällig dann dahin als Zuschauer oder als Boxverband und der hat dann Ringrichter gemacht, Punktrichter, alles in einer Person. Hatte Schwerstarbeit mit vielen Kämpfen. Und ich habe festgestellt, er kann das alles. Also deshalb herzlich willkommen. Du bist unsere Allzweckwaffe, auch in der Eissporthalle. Dankeschön. So, Jama Saidi, der kommt aus dem Dürener Bereich. Aus Düren hatten wir hier in Essen schon mal einen Boxer. Der war Europameister, das war Ernst Müller. Der ist Trainer von den dortigen olympischen Boxern. Der Jama Saidi kennt ihn sicherlich, ich sehe das auch am Nicken. Ich habe ihn ja auch als Amateur schon gesehen. Unseren The Hammer, auf Deutsch der Hammer. Und den wollen wir natürlich hier im Ring in einem Weltmeisterschaftsfight sehen. Jama Saidi, erzähl mal, was du vorhast. Ja, erstmal einen schönen guten Morgen. Freut mich, dass ihr alle zahlreich erschienen seid. Ja, am 1. Juni hat mir Dani Schala die Möglichkeit gegeben, um den GBC Junioren-Weltmeisterschaftstitel zu kämpfen. Und worauf ich mich halt sehr freue und halt alles gewinnt. Den Ernst Müller aus Düren kenne ich natürlich auch, sehr bekannt in Düren. Viele Titel schon geholt im Amateurbereich. Und ja, ich habe vor, den zweiten Titel nach Düren zu holen, hier in Essen. Hier in Essen den Titel nach Düren holen. Wir wären ja lieber, wir hätten den Titel hier in Essen haben. So, Dankeschön, das war eine erste kurze Fragerunde. Möchte noch jemand sein Statement ergänzen oder gibt es Fragen hier aus unseren Reihen? Oder seid ihr mit Informationen jetzt so zugeschüttet, dass ihr gar nicht mehr braucht? Ich darf noch mal begrüßen, oder den habe ich jetzt eben erst gesehen, den Direktor der Eissporthalle am Essener Westbahnhof, Jürgen Konrad. Jürgen, möchtest du was sagen über deine Boxveranstaltung? Denn du bist ja der Hausherr. Du überlässt das den Fachleuten. Ja, das finde ich auch ganz gut. Ja, du brauchst ja auch nicht boxen. Wir beide sind ja aus dem Alter schon raus. Ja? So, dann sage ich erstmal Dankeschön. Ich sehe keine Wortmeldung, ich sehe keine Frage. Ja, dann sag doch mal deine Frage. Bias, die Frage kannst du nur selbst beantworten. Also die Frage war, warum du nicht um den Titel kämpfst. Weil du noch nicht so weit bist oder weil sich keiner traut, ne? Kann beides sein. Also ich muss erstmal wieder so einen Aufbaukampf machen zum Boxen und dann kann ich mich wieder für Titelkämpfe qualifizieren. Ich glaube, die Schnelle, ich bin kein Klitschko, dass ich direkt nach dem WM-Titel kämpfen kann, nach 2 Jahren Inaktivität im Profiboxen. Dann muss erstmal ein Aufbaukampf her oder 2, dass ich mich erstmal für den Titelkampf qualifizieren kann. Wer ist denn Klitschko, wenn ich über Barakat spreche? Damit habe ich euch da drüben, die ihr da so übermütig seid, so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, was unseren Bias angeht. Ja, ich möchte, dass der Don, fast Don King gesagt, Don Granit nochmal ein paar Takte sagt und dann sollten wir es dabei bewenden lassen. Presseleute, die noch weitere Informationen brauchen, wir stehen alle noch zur Verfügung. Ja, und werden Ihre Fragen so gut es geht beantworten. Sie können auch noch schriftliche Statements haben oder wer Interviewfragen hat, bitteschön, gleich ist die Gelegenheit dazu. Don, du bist an der Reihe. Also ich möchte nochmal bedanken und ab nächster Woche Montag fängt schon Vorverkauf mit Karten. Das heißt, alle können Karten kaufen, um Elina live zu sehen. Ich würde mich freuen um zahlreichen Zuschauern den Abend. Ich möchte als erstes einen Menschen noch bedanken, habe ich leider vergessen, den Herrn Konrad, der ermöglicht mir, den Halle zu geben und den Veranstaltungen zu machen.
Ich möchte auch mal natürlich möchte ich an meine Brüder auch bedanken, weil die sind meine Hauptsponsoren. Ja, und andere Sponsoren möchte ich auch bedanken. Wie die Krankenkasse Kaufmännische Krankenkasse. Und wieder und als großer Dank an Allee-Center. Allee-Center ist langsam bekannt geworden für den Boxer. Hier waren viele Pressen. Und ja. Auch da darf ich nochmal ergänzen: Hier im Allee-Center hat vor wenigen Monaten das offizielle Wien stattgefunden für eine große Profiveranstaltung, die in der Mülheimer RWE Rhein-Ruhr-Halle war. Groß deshalb der Hauptkämpfer dort, damit war er auch hier, sowieso öfter hier, auch Gast bei Pizza und Pasta. Francesco Pianeta, der boxt am kommenden Samstag gegen Wladimir Klitschko um den Superschwergewichtstitel der Welt. Francesco Pianeta. Und der ist hier leicht bekleidet mit Badehöschen über die Waage gegangen. Er hat keinen geringeren als den früheren Schwergewichtsweltmeister Botha aus Südafrika geboxt. Pianeta hat auch gewonnen, aber Botha hat den Zenit seiner Karriere eh ein wenig überschritten. Und ich denke, das war einer seiner letzten Kämpfe, aber Pianeta ist ein aufstrebender, junger Boxer, der unweit hier vom Allee-Center in Gelsenkirchen-Horst ein italienisches Eiscafé hat. Wenn das nicht Lokalität für uns alle ist, dann weiß ich es nicht. Francesco Pianeta müssen wir allerdings die Daumen drücken, denn gegen den Klitschko zu boxen, ich glaube, das ist keine Frage des Geldes. Da geht es um eine ganze Menge. Ja, und vielleicht schafft er ja die Supersensation und wenn nicht, hat er in seinem Rekord, kann er später seinen Enkelkindern sagen, gegen den unschlagbaren Weltmeister Wladimir Klitschko geboxt. So, wir haben aber nicht Klitschko hier, wir haben unsere Boxer hier an der Spitze, Elina Thyssen, Elin the Machine, Jama Saidi, BS Barakat und viele mehr. Wir haben 10 Kämpfe und ich sage nochmal herzlich willkommen in der Eissporthalle am Bahnhof Hessen-West. Am Samstag, den 1.6. 20 Uhr geht's los, ab 19 Uhr ist der Einlass. Machen Sie von Kartenvorverkauf in den nächsten Tagen rege Gebrauch. Und falls Sie die vermissen, ja, haben Sie auch vermisst, sind nicht ganz fertig geworden, so ist das. Das ist ja auch alles live. Wir wollen den Termin auch nicht verschieben. Unsere Plakate. In wenigen Tagen werden Sie auch überall im Stadtgebiet und natürlich hier im Allee-Center die Plakate für die Fight Night in der Eissporthalle am Westbahnhof sehen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit, Dankeschön für Ihren Besuch und auf Wiedersehen am 1.6. Also, ich möchte nochmal an Mike bedanken, dass er mir vertraut hat, Hauptkampf zu machen. Laut Boxen heute bin ich der jüngste Boxpromoter Europa. Und erstmal Vertrauen zu schaffen im Boxgeschäft war schwierig. Doch durch meine professionelle Arbeit habe ich geschafft, ich Vertrauen an die Leute wie Mike, wie den Vizepräsidenten Ibrahim Barakat zusammenzuarbeiten. Ich möchte an Bias Barakat bedanken, der war lange Zeit nicht mehr im Boxen. Er hat letzte Kämpfe nur Kickboxen gemacht. Doch letzte Woche haben wir zusammen meinen Kaffee getrunken und er hat entschieden, auch bei mir zu kämpfen. Er kriegt jede Woche fast Angebot, irgendeine Veranstaltung zu kämpfen. Doch die letzte Zeit sagt er immer ab, weil er findet das unprofessionell an den Veranstaltungen. Doch als ich ihm ein Angebot gemacht habe, hat er nicht lange überlegt. Ja, 12 Stunden. Und dann hat er mir auch zugesagt. Und mein Dank an alle hier. Danke an Hubert,
Elina, Dias, Mike, Ibrahim und natürlich unsere zukünftige Weltmeister Yama Saite aus Düren. So, die Elina hat mir zum Abschluss noch was verraten. Sie hat also ein paar Autogrammkarten dabei. Wer möchte, kommt her, traut euch. Autogramm für Franz von Elina, alles kein Problem. Wir machen es heute hier möglich. Bei der Boxveranstaltung, da wird es dann schlechter gehen, hat sie die Boxhandschuhe an und dann kann sie so schlecht schreiben.